sieht ein Haus aus, wenn man nur die teuersten Möbel verwendet? Wir testen das heute bei diesem Haus. Und ich gebe meinem Server jetzt 1 Million Simoleons. Wir gehen hier unten jetzt jede einzelne Kategorie durch. Wir starten mal mit einer Haustüre. Bei dem Haus könnten wir sogar eine mittlere Türe benutzen. Wir schauen jetzt aber mal, wie teuer die kleine Haustüre ist. Die kostet 400 Simoleons. Die mittlere kostet 375, das heißt, wir nehmen die kleine. Das ist tatsächlich eine richtig schöne Tür. Das fasziniert mich so, denn es kann passieren, dass die Möbel überhaupt nicht zusammenpassen. Ich weiß nämlich zum Beispiel auch, dass die teuerste Wandfarbe eine richtig schlimme ist. Und zwar ist es das hier. Die müssen wir jetzt aber leider nehmen. Wie gesagt, wir benutzen immer nur die teuersten Sachen. Oh mein Gott, das ist so shiny. Oh mein Gott, das ist so shiny. Den schwarzen Teil müssen wir natürlich auch noch verändern. Wir haben hier aber nur richtig krasse Farben. Und ich glaube, blau würde gehen. Und wir vergessen einfach, wie schön die Farbe vorher war. Und als nächstes machen wir die Böden. Und der teuerste Boden von allen ist... Nein! Natürlich der Boden, der zur Wand gehört. Aber dann machen wir jetzt einfach alles weiß. Ich weiß, das ist nicht die spannendste Farbe. Aber wir können doch nicht so einen Boden benutzen. Wobei, hier sieht es irgendwie ganz cool aus. Bin ich gar nicht so schlecht. Wie sieht das vor der Tür aus? Dann haben wir den Briefkasten. Der kostet ganze 0 Simoleons. Die andere kosten tatsächlich auch alle 0 Simoleons. Außer dieser hier. Das ist eine Lampe und ein Briefkasten. Auch wenn es echt nicht gut aussieht. Der teuerste Busch ist der hier. Ist ein bisschen massiv, aber immerhin schön. Und wir haben hier auch noch einen Zaun. Der wird natürlich auch sofort verändert. Und zwar ist der teuerste Zaun der hier. Oh mein Gott. Und ringsherum kommt dieser Busch hin. Wir müssen ja irgendwie unsere 1 Million rausschmeißen. Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Welches ist der teuerste Baum? Oh, oh mein Gott. Den kann ich aber natürlich auch ein bisschen schrumpfen. Ja, kann man machen. Und die teuerste Blume? Die Gewächskugel. Oh, die ist süß. Der teuerste Stein? Der hier. Ja, haben noch nie was Schöneres gesehen. Hier vorne platziere ich auch noch ein paar Büsche. Ich meine, das Haus wird so oder so richtig wild aussehen. Ja, bis jetzt ist es ein sehr interessantes Grundstück. Das da vorne ist ein Pool. Und das teuerste Poolmöbelstück ist das hier. Wir machen hier auch nochmal zu. Dann ist es so ein geheimer Pool. Und widmen uns dann den Fenstern. Das teuerste Fenster ist nämlich das hier. Wobei, eigentlich wäre es das hier. Leute, es wird wieder Zeit zu cheaten. Und schon haben wir das Fenster freigeschalten. Das gefällt mir nämlich ein bisschen besser als das hier. Oh. Und das ist natürlich auch ungünstig. Okay, Leute, wir müssen uns von den Hecken trennen. Oder wir machen sie einfach kleiner. Wir brauchen definitiv Licht. Ich sehe nämlich nichts in dem Haus und die teuerste Lampe ist der glamouröse goldene Strahler. Nee. Leute, also ganz ehrlich, das können wir vors Haus platzieren. Passt nämlich ehrlich gesagt richtig gut zu dem Haus. Und innen schauen wir, welches die teuerste Deckenlampe ist. Das wäre nämlich die hier. Lampe im rechten Licht. Ich kann einfach nicht mehr. Die Fenster, die wir ausgewählt haben, sind so Fenster, die man bei der Polizei hat. So verspiegelte Fenster. Ich denke mir die ganze Zeit, warum ist das Haus so dunkel? Ich habe doch Fenster platziert. Das liegt halt einfach dran, dass man von draußen reinschauen kann und von innen nicht. Okay, wenn, dann machen wir das umgekehrt. Kommt dann Licht rein? Ja, oh mein Gott. Okay, Leute, ich muss schnell alle Fenster umdrehen. Hä, wie lustig. Da sind draußen überall Spiegel. Hilft auf jeden Fall bei der Privatsphäre. Aber mit den Lampen bin ich trotzdem nicht zufrieden. Weil seht ihr, das wäre die andere Lampe. Seht ihr, wie viel heller das gleich wird? Die kostet 450 und die 800. Oh Leute, darf ich bitte beide platzieren? In jedem Raum platzieren wir einfach beide Lampen, weil sonst sehe ich nichts beim Einrichten. Ich glaube, das wird das hässlichste Haus, das ich jemals eingerichtet habe. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Böden verändern. Und wir wissen ja schon, welches der teuerste Boden ist. Wir könnten hier jetzt aber auch nach Kategorien sortieren, damit wir nicht das gleiche benutzen wie draußen. Holzboden. Welches ist der teuerste Holzboden? Der hier. 20 Simoleons. Wir machen es einfach so, okay? Dann lernen wir auch mehr Dinge kennen. Dann machen wir Fliesen. Hallo? Hier. Das sind die teuersten Fliesen. Okay. Nicht so schön. Aber muss jetzt halt leider. In der Farbe finde ich es aber besser. Dann haben wir normale Wandfarbe. Da ist es die hier. Die ist ganz süß. Doch. Wohnzimmer machen wir braun. Arbeitszimmer machen wir blau für die Konzentration. Hier kommt wahrscheinlich das Esszimmer hin. Machen wir jetzt einfach mal rosa. Und dann nehmen wir die teuersten Fliesen. Das sind die hier. Ja, passt alles unglaublich gut zusammen. Bin dann auch viel gespannter, wie es dann wird mit den Möbeln. Nein, das Geländer hier müssen wir natürlich auch verändern. Genauso wie die Treppe. Check das an! Und das teuerste Treppengelände passt natürlich null dazu. Ich sag's jetzt, Leute, mittlerweile ist einfach alles nur noch wild. Dann brauchen wir natürlich Türen. Und ich würde sagen, wir nehmen die teuerste Einzeltüre. Das wäre dann wieder die andere Arbeittür. Oh mein Gott, dieses Pack zerstört mir alles. Ich habe so hart Gänsehaut gerade. Ich muss leider die benutzen. Und zwar überall. Schlimmer als das geht jetzt nicht mehr. Aber auch hier können wir wieder behaupten, es wohnt ein Künstler oder eine Künstlerin drinnen. Anders kann man das nämlich wirklich nicht mehr gut reden.
reden. Und jetzt geht's los, wir richten das Haus ein. Die teuerste Küchentheke ist die hier. Oh, aber die kostet gleich viel, also wir nehmen jetzt die. In schwarz-weiß, da kann man nicht viel falsch machen. Bin gerade am überlegen, ob eine andere Farbe vielleicht besser ist, aber ganz ehrlich, nee. Nee, das bleibt so. Und der teuerste Herd ist dann der hier. Den platzieren wir hier. Machen wir aber auch ganz klassisch. Und der teuerste Kühlschrank ist der hier. Der passt wenigstens zum Herd. Wir brauchen natürlich auch ein Waschbecken. Das teuerste Waschbecken ist das da unten. Okay, dann entfernen wir wohl das hier. So passt es farblich dazu. Eigentlich wären hier Fenster gar nicht so schlecht. Umgedreht natürlich. Und der teuerste Schrank passt zum Glück dazu, wenn wir den hier platzieren und den teuersten Dunstabzug hier platzieren. Den könnte man so verstecken. Ja, ist interessant. Habe ich so auch noch nie gesehen. Vielleicht gibt es einen Grund dafür. Vielleicht sind wir jetzt auch die Ersten, die das mal so ausprobieren. Küchengeräte. Das teuerste Küchengerät ist eine Cafeteria. Als ob ich mir jetzt eine Cafeteria hier reinstelle. Leute, nee. Das teuerste normale ist dieser Firmenkühlschrank Eischnee. Was ist da drinnen? Irgendwelche Konserven? Joghurt? Ist nicht schön, aber benutzen wir. So hässlich ist die Küche gar nicht. Ich kaufe dann natürlich auch den teuersten Geschirrspüler. Richtig provokant neben das Waschbecken. Ich glaube, hier können wir auch noch Barhocker platzieren. Oh, und jetzt interessiert mich natürlich brennend. Welches ist der teuerste Teppich? Der hier. Okay, den finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber vielleicht nicht passend für die Küche. Vielleicht gehen wir den hier ins Esszimmer. Dann haben wir noch Pflanzen. Die teuerste Pflanze ist die hier. Packen wir hier hin. Okay. Mülleimer. Das ist der teuerste. Können wir einfach an der Wand platzieren. So, und der steht dann da. Ja, Kunst, Leute. Vorhänge. Der teuerste ist der Theatervorhang, natürlich. Passt hier jetzt aber gerade leider gar nicht hin. Dann nehmen wir lieber den hier. Wow. Und wir machen weiter beim Esszimmer. Der teuerste Tisch ist der hier. Oh mein Gott, das finde ich richtig cool. 660 Simoleons. Dann brauchen wir natürlich auch noch Deko für das Zimmer. Welches ist das teuerste Deko-Objekt? Das hier. 2100 Simoleons für ein paar Teller. Wobei, vielleicht platzieren wir das hier und kaufen wir hier lieber ein Bild. Das teuerste Bild von allen ist nämlich das hier. Okay, verständlicherweise, das kostet 8000 Simoleons, Leute. Aber wir kaufen natürlich nicht nur das, wir nehmen auch das zweiteuerste. Und das drittteuerste ist das hier. Und unter allen Deko-Objekten ist das allerteuerste die juwelenbesetzte Kalenderplatte mit 10.108 Simoleons. Das Ganze sieht dann so aus. Sehr interessant. Das stellen wir auf jeden Fall in die Küche. Das nächste ist auch 10.000 Simoleons wert. Das sind alles die Dinge, die man beim Dschungelabenteuer finden kann. Das hier ist auch recht teuer. Passt auch noch ganz gut ins Esszimmer. Wir schauen mal, was wir im Wohnzimmer haben. Das teuerste Sofa. Oh, wow. Ja, okay. Das passt jetzt natürlich auch zu den Wänden. Wir nehmen das am besten gleich zweimal. Ah ja, da haben wir auch den perfekten Tisch hier dazu. Und der teuerste Fernseher ist der hier. Den können wir zum Glück ein bisschen schrumpfen. Dann passt er auch an die Wand. Einen Sessel brauchen wir natürlich auch. Passt wahrscheinlich. Überhaupt nicht dazu. Drehstuhl, böser Blick. Ich habe gerade einen traurigen Blick, keinen bösen Blick. Weil das ist, oh mein Gott. Mama mia, wir brauchen natürlich auch wieder den teuersten Teppich hier. Der teuerste Beistelltisch ist der. Die teuerste Statue ist einfach ein Auto. Um 28.000 Simoleons. Okay, das ist sie. Können wir von mir aus eigentlich trotzdem kaufen, haben wir da draußen. Ja, wir haben tatsächlich Platz für ein Auto. Perfekt, steht da vorne. Aber das teuerste vom Spiel aus ist das hier. Die Skulptur von Franz Günther. Okay, Franz Günther ist nicht nur sehr groß. Er ist auch sehr speziell und passt daher sehr gut in unser Haus, was leider auch sehr speziell ist. Da, wenn man reinkommt, wird man direkt von Franz Günther begrüßt. Stehlampen. Oh nee, das war ja die teuerste. Nee, 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 nee. Das tue ich mir nicht an. Radio. DJ-Pult. Wo soll ich jetzt in das Haus noch ein DJ-Pult reinpacken? Vielleicht hier? Da sollte man eigentlich schon nach hinten kommen. Doch, geht. Und das teuerste normale Radio ist das hier. Packen wir vielleicht ins Büro. Aber was mache ich jetzt mit diesem Wohnzimmer, Leute? Der Stuhl versaut halt alles. Okay, hier sollten die Sims durchkommen. Dann geht's eigentlich. Wir kaufen auch hier natürlich nochmal diese teuren Bilder. Die haben uns einfach so gut gefallen. Von denen haben wir ganz viele gekauft. Jetzt sieht's aber tatsächlich ein bisschen aus wie ein Kino. So schlecht sieht's nämlich gar nicht aus. Und dann machen wir das Büro. Das teuerste Bücherregal kostet 3000... Wow. Das ist gigantisch. Der teuerste Schreibtisch ist zum Glück ganz schön und passt zum Rest vom Raum. Der teuerste Bürostuhl passt wenigstens zum Bücherregal. Das teuerste Hobby ist eine Bar. Platzieren wir vielleicht einfach da draußen im Garten. Und die Säule müssen wir verändern. Die teuerste Säule ist nämlich die hier. Was an der Säule ist so teuer? Das Aussehen ist es definitiv nicht. Hier darf natürlich unser Teppich auch wieder nicht fehlen. Und ein Sofa. Ist alles ein bisschen verwinkelt hier. In Leo-Muster. Ich kann nicht mehr mit diesem Haus. Der teuerste PC kostet 15.000 Simoleons und sieht echt wahnsinnig aus. Wir machen weiter mit dem Badezimmer hier unten. Und die teuerste Badewanne ist die hier. Okay, die ist wenigstens schön. Packen wir hier hinter? Nee. Doch.
Nee, ich weiß noch nicht. Tollste Dusche ist natürlich wieder so ein hässliches Teil. Und das tollste Waschbecken kennen wir ja schon. Becken. Ah ja, die kennen wir natürlich auch schon. Da packen wir jetzt aber ganz viele hin. Weil ganz ehrlich, hier benutzen wir jetzt, glaube ich, einfach viele Waschbecken. Und zwar das teuerste. Das hier. 370 Simoleons. Ja, wenn wir das viermal platzieren, dann kostet es mehr als das teuerste Stehstand. Das Waschbecken halt. Das teuerste Klo. Ist eine öffentliche Toilette? Nee, der Schwanenthron. Der Teppich darf in dem Raum natürlich auch nicht fehlen. Bedeckt auch schön diesen furchtbaren Boden. Und bei Badezimmerdeko ist am teuersten das hier? Nicht mal das hier. Das finde ich so gut, das brauchen wir auch. Und natürlich dann auch das Regal, das platzieren wir hier. Ist so ein kleiner Sichtschutz fürs Klo. Teuerstes Handtuch ist das. Teuerster Spiegel ist der hier. Nee, wobei, es war ja der hier. Dann platzieren wir den jetzt einfach mal viermal. Dann speichere ich vielleicht auch mal. Und bei Gerümpel hätten wir noch diese Leinwände. Kriegen wir sicher noch ins Büro rein. Ja, sonst wäre übrigens das teuerste Hobby Boxen. Kriegen wir, glaube ich, hier noch hin? Ja. Und dann machen wir den oberen Stock. Badezimmer habe ich gleich gemacht wie unten. Und wir machen als erstes das Elternschlafzimmer. Das teuerste Doppelbett ist natürlich wieder das hier. Und der teuerste Kleiderschrank ist der hier. Okay, wir verstecken den dahinter. Die teuerste Kommode ist aber die hier. Die passt besser zum Rest. Standspiegel. Okay, zum einen haben wir natürlich wieder mal den hier. Oh Leute, ich habe vergessen, wie hässlich diese Türen sind. Habe ich schon so gut verdrängt. Der teuerste Standspiegel ist der. Ja, da passen die Sachen wenigstens halbwegs zusammen. Oh, und das ist der teuerste Vorhang. Passt natürlich richtig gut jetzt bei diesem Zimmer hier. Ey Leute, was für eine Person lebt hier drinnen? Uhr. Überhaupt nicht stressig in einem Schlafzimmer so eine Uhr zu haben. Und ich hätte jetzt hier so gern noch einen Sessel oder so. Aber wir wissen ja, der teuerste Sessel ist fragwürdig. Aber Sofa geht. Das teuerste Sofa passt nämlich richtig gut in den Raum. Sonst haben wir noch diese Schatztruhe, die hier reinpasst. Hier nochmal so ein Frosch. Und den Teller halt mal wieder. Weil Leute, wir müssen irgendwie unser Geld loswerden. Wir haben immer noch 554.000 Simoleons. Ich wollte die ganze Million in das Grundstück stecken, aber gut. Das Grundstück ist auch das kleinste, das es gibt. Wir machen das Kinderzimmer. Das teuerste Einzelbett ist das hier. Dann verkaufen wir das drunter aber. Denn wir müssen natürlich auch den teuersten Schreibtisch hier drunter stellen. Und wieder mal den teuersten Stuhl. Das teuerste Spielzeug ist das Puppenhaus. Und Kinderaktivitäten, da ist die Schaukel das teuerste. Oh Mann, dafür ist unser Grundstück aber definitiv zu klein. Wobei, vielleicht hier hin. Dann kaufe ich noch so eine Lampe, die platziere ich hier. Aber ganz ehrlich, so teuer sieht das nicht aus. Ich glaube, das könnte sogar ich zusammenbasteln. Sonst haben wir noch eine Geige, die ist natürlich teuer. Unser Lieblingsteppich. Kind bekommt dann auch eine Rutsche. Nee. Aber ein Tablet auf jeden Fall. Und selber ein PC und ein Fernseher. So kann sie vom Bett aus Fernsehen schauen. Hier kommt noch ein Sofa hin. Und auch hier natürlich wieder der teuerste Kleiderschrank. Ich frage mich wirklich, warum der so viel kostet. Der teuerste Grill ist der Hexenkessel. Okay. Und der teuerste normale Grill ist der hier. Oh, aber der ist immerhin schön. Den platzieren wir hier und auch nochmal unten. Und oben brauchen wir natürlich auch die Tür. Sitzmöglichkeiten, ist das teuerste? Jetzt. Oh, Leute, wir haben die Hälfte vom Geld ausgegeben. Hier platzieren wir nochmal Franz Günther, den Teppich und diesen Sessel. Und ich glaube, das ist mit Abstand das verrückteste Haus ever. Aber so sieht ein Haushalt aus, wenn man nur die teuersten Sachen benutzt. Wie sieht ein Haus aus, wenn man nur die teuersten Möbel verwendet?